Krimi im Kreuzfeuer, Folge 5. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Kurt. Ich bin Chefredakteur der Krimi-Couch und sitze hier wieder im Trio mit meinen geschätzten Kollegen Birgit Borloni und Jochen König. Hallo. Hallo. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thriller aus Schweden. Der Kormoran von Martin Österdahl. Die Kollegin Leckbeck hat gesagt, er sei der Meister der Verschwörungstheorien. Das ist in der Tat ein Buch, in dem es um Verschwörungstheorie geht. Eine Mitarbeiterin einer sogenannten schwedischen Denkfabrik verschwindet im Jahr 1996 in St. Petersburg. Ihr Lebenspartner und Kollege Max Anger ist hochgradig beunruhigt. Es erfolgen Nachforschungen. Er fliegt unverzüglich auch nach St. Petersburg, um nach ihr zu suchen. Kollegen und Vorgesetzte in Schweden unterstützen ihn dabei aus der Ferne und sie stoßen in eine Verschwörung, in einen Kriminalfall, der hochgradig interessant und verwickelt ist, weit in die Vergangenheit zurückreicht, mit entsprechenden Implikationen und am Ende mit einem hochgradig überraschenden Ende, wie ich finde. Richtig spannend und gut zu lesen. Ich wüsste natürlich jetzt gerne, wie euch das Buch gefallen hat. Heute fangen wir mal mit Jochen an. Also zuerst positiv an dem Buch ist, es ist zwar sehr dick und groß, aber es ist was für ältere Leser auch, weil der Schriftsatz ist sehr groß, man kann es wirklich gut lesen. Zum Inhalt, die Verschwörungstheorie und dieser Verschwörungsaspekt, da geht es um die Installierung eines neuen Stalinismus in Russland, der ist wirklich gelungen und auch spannend und interessant, vor allem mit der Nachbeschäftigung. Dann geht es ja darum, dass frühe Formen, wie gesagt, der spielt 96, die Kommunikation gehackt wird und das über diesen Hack von Kommunikation, von Telekommunikation, quasi die Weltherrschaft errungen werden soll. Das ist ganz gelungen. Andere Sachen haben mir nicht so gut gefallen, wie zum Beispiel, ich finde die ersten 100 Seiten, die ziehen sich. Da wird viel über diese Beziehung und das hat so was oft für mich ein bisschen von Kindershow so. Meine Hobbys sind dies und das und ich mache Quilts, ach wie schottische Röcke, nee, die anderen. Und das fand ich alles ein bisschen arg geschwätzig, aber es wäre mehr drin gewesen. Also dieser Verschwörungsaspekt, der ist tatsächlich spannend und hat mir auch gut gefallen. In meinen Augen ist der Max ja eigentlich gar nicht so der alleinige Held. Oder findest du ihn so herausragend? Aber ich finde Sarah und nachher auch der Kollege, der ihm in Russland dann hilft. Oder ist er so zentral für dich? Naja, er ist schon, also ich finde schon, dass er eine zentrale Figur ist. Er hat natürlich Hilfe. Also wie du richtig sagst, seine Chefin Sarah unterstützt ihn dabei. Und auch in St. Petersburg, der... Ilja. Genau, Ilja, sein Freund, aber auch der hat er sonst auch noch immer so ein bisschen Hilfe, aber im Prinzip ist er schon eine wesentlich zentrale Figur, weil er ja wirklich von Anfang bis zum Ende da durchmarschiert sozusagen. Ich fand die historischen Aspekte sehr gelungen. Wie gesagt, es spielt 19, oder ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, es spielt 1996, kurz vor einer Wahl und dieser Think Tank soll ja die Wahl beobachten und so weiter. Jelzin ist der alkoholsüchtige Präsident. In irgendeinem Nebensatz wird aber auch schon Herr Putin erwähnt. Wie fandet ihr denn so diese historische Einbettung? Also die fand ich ganz gut und auch interessant. Man erinnert sich natürlich noch ganz gut an Jelzin und auch an die positive Aufbruchsstimmung durch Gorbatschow. Und das fand ich ganz gut. Und vor allem da finde ich es tatsächlich spannend. Da macht dieses Buch auch Lust, sich über die Geschichte hinaus damit zu beschäftigen. Und ich fand eben dann sehr interessant, wenn man dann ein bisschen googelt, dass man relativ schnell herausfindet, dass heutzutage 40-45% der russischen Bevölkerung immer noch Stalin für einen klasse Staatsoberhaupt halten. Und das spielt dem Buch natürlich ins Feld. Und das fand ich also ganz gut und auch mit den spannendsten Aspekten an dem Buch. Der klare Antiheld ist ja der Namensgeber, der Kormoran. Ich habe die ersten 150 oder ich weiß nicht, wie viele Seiten, bis dann enthüllt wird, wer er eigentlich ist, gerätselt. Wieso heißt dieses Buch Kormoran? Ist es dir ähnlich gegangen? Ja, wobei ich dann eigentlich schon während des Lesens irgendwie vergessen hatte, dass das Buch der Kormoran heißt und tatsächlich mir überlegt habe, was denn nun, welcher Vogelspitzname denn dieser Anti-Held dann hat, bis ich dann dachte, ach so, ja, ich bin ja auch doof, das hätte ich vom Titel her mir auch schon denken können. Allerdings ist es, finde ich, ja relativ schnell, also klar, ich meine, er wird ja dann irgendwie namentlich erwähnt mit dem, oder unter dem Namen, in dem er lebt und dann ist, finde ich, relativ schnell klar, wer der Anti-Held ist und wer wohl dann auch dieser Kormoran ist. Stichwort Verschwörungstheorie, wie weit kann man das eigentlich alles so glauben? Ich meine, da gibt es ja dann so eine Konferenz, wo alte Funktionäre aus allen möglichen Provinzen zusammenkommen. War sowas in den 90er Jahren in Russland noch denkbar? Also ich sage jetzt mal, ich kann mir das schon vorstellen.
Wie habt ihr das so gesehen? Ja, also, ich könnte es mir auch vorstellen. Möglich ist es, denke ich schon, dass es so alte Kreise gibt, die immer noch miteinander in Verbindung sind. Das hast du ja in Deutschland auch mit den ganzen alten SS-Verbänden, die sich immer noch treffen, die Rudolf Hess Todestag feiern oder Geburtstag oder weiß der Teufel was. Das gibt es ja alles hier auch und es gibt es da auch, was ein bisschen auch daran schwach war, dass du hast einerseits diesen Verbund, der als unheimlich mächtig und mit viel Power versehen ist. Und dann hast du unseren einzelnen Helden, der dagegen ankommt und sich natürlich schlussendlich, ich meine, da verspoilert man nicht viel, durchsetzen kann, weil auch das ist als Reihe angelegt. Also das ist ein bisschen blass, weil sie haben dann zwischendurch mal eine Pistole, die sind alle schwer bewaffnet. Das ist dieser alte Spruch, wie du gehst zu einer Schießerei und hast ein Messer dabei. Aber er gewinnt halt mit dem Messer. Aber dieser Club der Verschwörer, das denke ich mir, ist durchaus realistisch. Wobei ich an der Stelle schwach fand, da wird immer von internationalen Kontakten und Geldgebern und so. Und die werden, wenn ich aufmerksam genug gelesen habe, ja nie enthüllt, oder? Also klar ist, er hat in Russland Verbündete, die auch alles alte Sowjets sind. Aber diese internationalen Geldgeber, die das ganze Ding unterstützen, bleiben irgendwie im Dunkeln. Die bleiben so ziemlich im Dunkeln. Also es wird ja da erwähnt, die Wirtschaftskonferenz in Davos oder so, wo eventuell das da irgendwie mitspielt. Aber so richtig geklärt, wer da international jetzt die Geldgeber sind und auch ihn da unterstützen, das stimmt, das wird's nicht. Eine Schwäche habe ich noch entdeckt, aber das ist nun wirklich nicht so dramatisch. Da hätte das Lektorat vielleicht aufpassen müssen. Da geht es um Zeitungsrecherche und da sind dann historische Fakten ein bisschen arg vermischt. Aber gut, Schwamm drüber. Dem Autor kann sowas wahrscheinlich mal durchrutschen. Da hätte das Lektorat eingreifen müssen. Ja gut, da gibt es ein paar Stellen. Eine zum Beispiel, da wird geschrieben, dass ein Patient 2 Nieren transplantiert gekriegt hat. Das ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Das und schlecht für zusammengezockt. Und schlecht für den Spender. Ja. Weil denen geht es danach dann nicht mehr so gut. Aber so klein, ich kann, wie gesagt, das ist eine Frage des Lektorats. Ja, wobei, da korrigiere ich dich gleich mal, es wird dir oft von Hirntoten gespendet und die brauchen gar kein Organ mehr. Das muss man sagen. Das ist, Lebensspende ist ja schwierig. Die meisten Nierenspenden sind tatsächlich von Hirntoten und es werden beide Nieren, wenn sie in Frage kommen, dem Spender entnommen, aber an 2 verschiedene Leute sozusagen transplantiert, damit man 2 Leuten mit einem Spender sozusagen helfen kann. Das heißt, es ist schon ein Fehler, aber nicht aus dem Grund, den Jochen vermutet hat. Genau, es sei denn, es war eine Lebensspende, aber dann wären tatsächlich 2 Nieren, wäre für den Spender ziemlich blöd. Nein, aber ich bin davon ausgegangen, dass es tatsächlich über den Hirntod ist. Vielen Dank an unsere medizinische Expertin. Aber ist auch nur eine Kleinigkeit. Ist ja auch wirklich nur eine Kleinigkeit. Das, was mich mehr gestört hat, muss ich sagen, das hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen. Das war immer, wenn er am Anfang Spannung erzeugen will oder auch in der Mitte. Diese Freundin von Max Anger, die wird ja gefangen gesetzt von dem Oberbösewicht, der auch ein bisschen, finde ich, unglaubwürdig, an die 80 ist er in dem Buch, aber ein super Kämpfer, fast unbesiegbar, bis auf zum Schluss, aber gut. Und immer wenn er Spannung erzeugen will, wird diese Paschi, heißt sie, gefoltert. Und Max Schmeling hat mit 80 noch einen ordentlichen Punch gehabt. Also. Okay, aber da steh ich tatsächlich überhaupt nicht drauf, wenn man das ist ja ein Thema, was zurzeit auch viel in Krimikreisen diskutiert wird, Gewalt gegen Frauen. Und das ist hier, finde ich, ein bisschen arg überflüssig. Das hätte er sich schenken können. Also wie gesagt, diese eigene Geschichte, die eigene Idee, und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, er traut dem nicht, ist gut. Und da hätte er mehr Gewicht drauf lesen. Und gerade bei diesen Schwachheiten, die du eben erwähnt hast. Und so ein Kokolor, was hätte er meines Erachtens komplett sein lassen können. Also du meinst, Gewalt gegen Frauen ist nicht so gut? Das hat überhaupt keine gesellschaftliche Bedeutung. Es ist wirklich nur ein schlichter Akt der Spannungssteigerung. Ja. Und dafür finde ich es dann, das ist es nicht wert. Also wenn es einen gesellschaftlichen Rückhalt hat oder eben sich mit diesem Thema beschäftigt, wie mit Frauen umgegangen wird, dann finde ich es sinnvoll und auch gut, wenn es gemacht wird. Aber so, dass es einfach wirklich nur zur bloßen Spannungssteigerung gemacht wird, das finde ich ein bisschen blass. Ja, aber so wie diese Person Cormoran angelegt ist, auch von ihrer geistigen Struktur her, fand ich es glaubwürdig, dass er auch mit einer Frau so umgeht einfach. Ja, natürlich, aber das muss man erst verachten. Er wäre mit einem Mann auch so umgegangen. Ja, natürlich, und das macht er ja auch. Er hat es ein bisschen oft einfach, ohne dass es jetzt, also fand ich jetzt auch, ein- oder zweimal okay, aber dann hätte es ja noch sein können. Er macht ja noch ganz andere Sachen. Er jagt ein halbes Universitätsgebäude in die Luft. Er bringt ja auch Männer um. Und eben. Das ist auch, auch da. Der Mann kennt keine Grenzen. Er hat schon auch ein bisschen, glaube ich, bei Thomas Harris Hannibal und Hannibal Rising gelinst. Es gibt dann auch noch einen Aspekt, der dazukommt, den ich auch völlig überflüssig kann, mit Kannibalismus. Das ist so ein bisschen für ein bisschen Horrorerzeugung. Gut, kann man machen. Wie gesagt, ist schon gemacht worden und war auch bei Harris nicht überzeugend. Muss nicht sein.
Ja, vor allen Dingen, ich fand die, er hat am Anfang, was mir am Anfang so gut gefallen hat, waren so, es waren tatsächlich viele, viele Themen, viele rote Fäden, aber irgendwie hat man das Gefühl, manche waren einfach kürzer als andere und sind irgendwie abgeschnitten und danach wieder reingewebt worden. Also er hat es so komplex nicht durchgezogen und er hat seinem Protagonisten teilweise schon extrem einfach gemacht, also gerade was das, den Showdown anging. Der also, ist auf wenig Widerstand gestoßen. Ich glaube, unsere Zuschauer merken schon, dass sich die Lektüre extremst lohnt. Da sind viele Aspekte, über die man ganz unterschiedlicher Meinung sein kann. Allerdings. Ich finde Verschwörungstheorien, habe ich ja vorhin schon gesagt, sowieso mal per se ganz toll. Und ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich gebe 75 Grad. Ich finde Verschwörungstheorien per se, zumindest in Romanen, auch sehr spannend und lese sie gerne. Hat stark angefangen, hat geschwächelt. Das Ende, naja, kann jeder selber für sich entscheiden. Ich gebe dem Buch 73. Also ich würde sagen, die ersten 100 Seiten haben sich gezogen, danach so ab Seite 200 wird es spannend. Die Ideen, die er hat, gerade dieser Umgang mit Kommunikation, ist ein hochspannendes Thema, auch diese Verschwörungstheorie ist hochspannend. Meines Erachtens hat er seinem Hauptthema nicht getraut und macht zu viel nebenrum, was überflüssig ist. Trotzdem lesen wird, weil es auch eben zum Nachdenken und zur Weiterbeschäftigung anregt. Ich würde sagen, sehr, sehr freundliche 66 Grad.